Sie sprachen gerade in Ihrem Beitrag über die PSD2. Können Sie bitte noch einmal zusammenfassen, was die Relevanz des Themas im Kontext der heutigen Konferenz ist? Ich glaube, jeder, der sich mit Bankentechnologie aktuell beschäftigt, kommt an der PSD2 nicht vorbei, weil es eben eine EU-Regularie ist, die Banken dazu zwingt, sich zu öffnen für das Thema Open Banking und hier auch Potenziale eben einfach erkennt nach und nach. Und die PSD2 gibt den Banken so einen kleinen Push in die richtige Richtung, hier auch innovativ zu denken und das Thema zu bespielen. Und die technische Ausgestaltung des Ganzen ist eben aktuell noch beim Regulator anhängig und alle warten ganz dringend auf die finalen Regulatory Technical Standards aus Brüssel, um eben jetzt aktiv werden zu können. Und ja, einfach ein spannendes Themengebiet, mit dem ich mich gerade beschäftigen darf. Welche sind die wichtigsten Eckpunkte für die Umsetzung der PSD2 in der Praxis während der nächsten Monate? Ja, die wichtigsten Eckpunkte in den nächsten Monaten werden natürlich, wie ich schon gesagt habe, die RTS. Hier muss das Parlament und der EU-Rat noch zustimmen und der Markt braucht hier dringend eine verlässliche Grundlage, auf der er loslegen kann. Des Weiteren plant die EBA noch Guidelines für die Übergangsphase, weil die PSD2 bzw. die nationalen Umsetzungsgesetze treten jetzt im Januar in Kraft, aber wir haben dann eine 18-monatige Frist, bis die RTS final anwendbar sind, das heißt nicht vor frühestens wahrscheinlich September 2019. Und die EBA wird hierzu noch ergänzende Guidelines geben. Es ist auch zu erwarten, dass jetzt im Zuge der Aufsichtsbehörden, die sich finden und planen, wie sie beispielsweise die Compliance von APIs unter der PSD2 künftig monitoren, dass sie dazu Guidelines herausgeben werden. Es wird eine spannende Zeit für Banken. Ja. Und was wären eher die längerfristigen Trends und worauf sollen sich die Banken einstellen in diesem Kontext? Genau. Also Banken sollten definitiv auch ein Stück weit über die PSD2 bereits heute hinausdenken. Auch wenn wir immer noch über die PSD2 diskutieren, lässt die PSD2 eben auch Wege offen, wo Banken über die Pflichten der PSD2 hinaus das Thema Open Banking für sich selbst nutzen und auch monetarisieren können und hier eben einfach ein Marktumfeld schaffen können, in dem Drittdienstleister, was zunehmend Banken auch eben selbst sein werden, sich gegenseitig mit Banken einen innovativen Markt im Prinzip teilen. Und letztendlich wird dann eher das Thema, welche Use Cases biete ich an den Bankkunden auf Grundlage meiner Kontodaten, dafür entscheidend sein, wer der erfolgreiche Player am Markt ist. Und insofern eben auch mich eher auf das Thema konzentrieren, wie baue ich smarte APIs, die ich monetarisieren kann, nicht nur die Regulatorie im Blick haben und wie nutze ich selber auch diese neuen Datenmöglichkeiten als Bank, um meinem Kunden innovative Dienste anzubieten. Welche Vorteile und welche Chancen sehen Sie für die Banken für die Zukunft bei der Umsetzung eben dieser Technologien und Vorgänge? Ich glaube, die PSD2 ist ein schönes Beispiel dafür, dass erstmals Banken und Fintechs auch gemeinsam an einem Arbeitstisch gesessen haben, auch gemeinsam mit dem Regulator an einem Arbeitstisch gesessen haben und versucht haben, ihren Platz zu finden. Und Banken mehr und mehr auch darauf geschaut haben, wie komme ich selbst in diese Produktentwicklung auf der Fintech-Seite. Und insofern können Banken diese Bewegung und diese Innovationskraft, die damit entstanden ist, eben auch intern nutzen, wenn ich beispielsweise die Digitalisierung in meinem Haus betreue, eben auch nutzen, um meinem Vorstand eher Gehör dafür zu finden, wie wichtig Innovation eben auch ist. Und ein weiterer Aspekt ist, dass eben die Regulierung nicht vollumfassend ist. Das heißt, es gibt noch große Kreise, wo Banken Monetarisierungshebel einsetzen können, nicht verpflichtend Daten teilen müssen. Und insofern haben Banken eben auch die Möglichkeit, hier einfach Innovation aktiv nach vorne zu treiben, bevor eben vielleicht noch eine weitere EU-Regularie notwendig wird, um den Markt wettbewerbsfähig und fair und vor allen Dingen erfolgreich zu gestalten. Welchen Vorteil oder größten Nutzen sehen Sie in Zusammenhang mit dieser Konferenz? Warum lohnt es sich, sich in diesem Rahmen zu treffen und auszutauschen? Ich glaube, jede Konferenz, auch wenn es Zeit kostet und man auch auf Themen liegen bleiben müssen, zu Hause auf dem Schreibtisch, ist sehr wertvoll, gerade in der aktuellen Zeit, weil ich von jeder Konferenz neuen Input mitnehme, wie andere Marktteilnehmer die Themen denken, die ich gerade auf dem Tisch habe, neuen Input auch mitnehme, wie man vielleicht Themen lösen kann, für die man selbst noch keine Lösung gefunden hat. Und insofern ist dieser Austausch gerade in den Innovations- und Technologiethemen ungemein wertvoll. Das meinte ich ja auch mit Fintechs und Banken kommen zusammen und tauschen sich aus darüber, wie man eben Innovationen praktikabel gestalten kann, umsetzen kann als Bank und eben auch den größten Nutzen für den Kunden am Ende auch gewinnen kann.